Wir sind jetzt angekommen in Slowenien. Ich habe gedacht, wir sind in Maribor, aber wir sind gar nicht in Maribor. Wir sind in irgendeiner anderen Stadt. Der Mo hat mich einfach hierhin entführt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, aber richtig, richtig cooles Stream. Gregor, bester Mann einfach. Sonst werde ich heute auf der Straße schlafen müssen. Richtig, richtig cooles Gym. Ich habe ja schon gesagt, das erinnert mich ur in die USA so, von dem Vibe hier in dem Gym. Und der Zug hat wild. Wir hatten eigentlich Zeit für 5 Minuten zum Umsteigen. Und der Zug hatte 25 Minuten Verspätung. Und dann hätten wir schon so mit Taxifirma geredet, dass wir Taxi nach Slowenien kriegen und so. Wir wären über die Grenze geschmuggelt worden und so. Aber sie wollten keine österreichischen Wirtschaftsflüchtlinge. Was sollen wir machen? Wir haben es jetzt irgendwie hergeschafft, auf jeden Fall. Es ist jetzt schon Mitternacht. Morgen müssen wir urfrüh aufstehen. So um 7 sogar. Das ist sehr ungewohnt. Und ja, fix. Und jetzt, ja, und die zwei diskutieren da jetzt die ganze Zeit. Erwachsenengespräche führen die und so. Und ich gehe jetzt mal mich um meine Zähne kümmern. Das ist ein geiles Gym, es erinnert mich sehr an Gyms in den USA. Es macht Sinn, dass er in den USA gelebt hat, es hat genau diesen selben Vibe. Ich fühle mich legit, dass ich in den USA vor allem. Kommst du mal mit? In den USA, es gibt in jedem Gym so eine weirde Fotowand, wo einfach so mit Großmeistern und so natürlich. Und dann halt so hier alles so. Und hier sogar so Craig Jones einfach. Da auch nochmal. USA-Vibe. So, jetzt machen wir kurz Abwaage. Wird viel zu schwer jetzt sein und wir dürfen Moji zu nichts sagen. Eineinhalb Kilo in der Nacht. Geht hier raus, oder? Na, schauen wir mal, ich geh jetzt mal pissen ein bisschen. Chillig. Ich manifestiere das jetzt morgen um diese Zeit. Obwohl, früher schon. Morgen. Morgen einfach. Morgen. Well, I'll tell the team, I'm like, look, we're diesel ones are first. No, I mean. Guten Morgen, Milan. Rise and shine, motherfuckers. Gut geschlafen? Perfekt. 7 Uhr früh. 10th Planet Zelje. Jetzt wird eine Matte aufgeklebt und dann geht's los. Ja, ich weiß, ich habe nicht so gut geschlafen und urkomisch einfach. Soll ich mich direkt kuscheln? Ja, durchaus. Ja, klingt plausibel. Nein, ich bin schon gespannt, ich habe ein bisschen überlegt gerade, weil jetzt kommt gleich dann Superfight. Wir haben 3 Matches, auf jeden Fall 2. Auf jeden Fall auch das dritte, weil ich werde die beiden gewinnen. Und genau, dann das Finale. Und ja, ich habe jetzt halt extra gar nicht so über meine Gegner nachgedacht. Ich kenne nur einen einzigen Gegner und ich wollte einfach schauen, wie das ist. Wenn ich mich mal nicht damit, weil normalerweise schaue ich mir immer Videos an und weiß ungefähr, wer die halt sind und so. Und ich mache heute jetzt einfach mal, ich gehe jetzt einfach mal rein. Und habe jetzt dementsprechend natürlich auch keine spezifischen Gameplans oder so. Also ich weiß nichts über die Gegner. Ich würde schon gern im Stand-up probieren, mit den Leuten was zu machen. Ein bisschen zu ringen, zu schauen, was geht. Und natürlich als Plan B halt würde ich immer auf meine Leglocks zurückfahren. Aber schauen wir uns halt an, wie sich das entwickelt. Man kriegt ja eh recht schnell im Training, also im Training sage ich schon, im Kampf mit, wie sich jemand bewegt, wo jemand gut ist und so. Und dadurch, dass es eh nicht No Time Limit, sondern Submission Only ist, ist es im Endeffekt eh wurscht, ob jetzt jemand, keine Ahnung, besser Ringer ist oder so. Man kann einfach ausprobieren. Ja. Jetzt geht's los, ja. Jetzt geht's los.
von den Kämpfen bis jetzt? Ja, gut. Also ich find's ziemlich cool. Alles sind sehr scrappy. Wir haben schon ein paar Low-Kicks gesehen. Richtig nice eigentlich. Cool zum Anschauen. Niemand ist ungut. Sind alle sehr technisch. Die meisten. Viele. Einige. Ein paar. Die wenigsten. Ist aufgewärmt. Gleich geht's los, oder? Eine halbe Stunde noch ungefähr, dann geht's los. Ich habe mir dieses Mal nicht angeschaut, gegen wen ich kämpfe und so. Also ich weiß so ungefähr, wer es halt ist, so vom Ausschauen her, gegenüber von uns. Aber ich weiß jetzt nicht, was die Leute machen und so. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt schon hyped. Locked in oder so. So you can either start here, hooks, seatbelt, both hands on the seatbelt like this, or you can start in the spider web position. So that's here. Personal bottom can take whatever grip they want. I don't care. We're gonna do one arm in and one arm on the mat. Which arm you put, your call. I don't mind, but one arm in and one arm on the mat is gonna be the same. Okay? Das ist ultra scientific warm-up. Super wissenschaftlich. Jede Bewegung ist durchgedacht. Brno bei Tatami. Wir sind super fett und der Moritz wird einen Typen von hier fetzen. Das Team hier ist, die das veranstalten, die haben eigentlich ein recht starkes Chip. Das wird sicher cool.
der da hinten ist, Peter Minard. Der hat schon so relativ vielen Menschen den Fuß gebrochen. Ja, wieder eine geile Party heute. Eine richtig geile Party. Ohne Disco-Schnupfen. Moins, Colin Spengel. I got 103 kilograms and 0.8, so I think 300 kilograms should be without clothes. Okay, so four ladies which are in this building, please take your clothes off. So we gotta be more strict. But I think ladies are satisfied and Anton is okay with that, so. Der wollte einfach nur nachziehen, oder? Thank you, Moritz, yeah. For the show. Thank you, Moritz. And this opponent, Anton Orlov. Ich suche, man will es kaum glauben, fressen. Meine Lieblingsbeschäftigung im Ausland, essen. Das ist immer, was man macht, oder? Wie bitte? Das ist immer, was man macht, aber nur essen. Es geht nur ums Essen. Sollten wir es essen, damit wir was essen, um zu essen. Was? Es geht im ganzen Leben nur ums Essen. Das stimmt, ja. Das ist ein Refeed. Schokokekse, ja. Und Apfelsaft. Was braucht man mehr im Leben? Ich weiß nicht, wofür ich diese Noise-Cancelling-Kopfhörer brauche. Für solche Situationen, wenn so 30 oder 40... Was sind das überhaupt? Feuerwehrautos. Ihr Horn ausprobieren, so wie es nicht funktioniert. Schau dir das Haus an. Ich meine natürlich das da. Ich weiß nicht, warum du auf das Ding geschwenkt hast. Fine. Und die Frage ist, ob man jetzt einfach jemand anderen fragen, der weiß, wie das geht. Was mit Ali? Ali, wie stehen deine Skills? Wie stehen deine Braiding Skills? Normalerweise morgens vor dem Frühstück. Das ist das Erste, was ich mache. Was? Deine Schamhaare braiden? Okay. Meine Brusthaare. Cool, ich glaube, wir müssen die Haare abrasieren, wenn so 30 Knoten drin sind. Yeah, we have time for that. Junge. Brother. Schauen jetzt mal ein bisschen. Ich schaue denen ein bisschen beim Aufwärmen zu, was sie so machen. Der Moritz zoomt mal rein ein bisschen. Dann fangen wir an, uns mal aufzuwärmen. Bis dahin bin ich beschäftigt, zuschauen, was die anderen so machen. Ich finde das interessanterweise selber sehr entspannend. Also hier ist Nicolas Kral beim Aufwärmen. Nicolas Kral ist von Rivero Jiu-Jitsu in München. Sau krasser Athlet, guter Freund. Er wird auf jeden Fall heute auch zerstören. Absolute Bestie, der Typ. Echt.
Leute haben verlieren.